Teenage Mutant Ninja Turtles. Shredder's Revenge. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Yeah, Teenage Mutant Ninja Turtles. Das ist... Ich kann gar nicht sagen, wie nostalgisch das ist. Ich habe die Serie damals geliebt. Damals hieß es ja noch Teenage Mutant Hero Turtles, also die Serie. Lustiger Fun Fact, das liegt an den Briten, dass sie das umbenannt haben. Die genauen Hintergründe weiß ich leider nicht. Gut, startet das Ganze wieder von vorne. Teenage Mutant Ninja Turtles! Shredder's Revenge! Irgendwas gefiel ihnen nicht an Ninja. Ich weiß nicht mehr genau, was es damit auf sich hatte, aber auf jeden Fall wurde es in Britannien umbenannt in Hero. Und, ja. Let's kick some shell! So kam es halt dann auch zu uns. Was ich jetzt noch über das Spiel sagen kann, ist, es ist vom Juni, vom 16. Juni dieses Jahres. Das heißt noch gar nicht alt. Gibt's auf Windows, Switch, PS, Xbox, also auf allen gängigen Sachen. Und ja, es ist ein Beat'em Up. Kann man Single- und Multiplayer spielen. Ich werde jetzt erstmal Singleplayer spielen. Wäre interessant, ob man mittendrin wechseln Ich werde auf jeden Fall privat wahrscheinlich im Multiplayer auch mal zocken. Aber das ist momentan gerade etwas schwierig fürs Aufnehmen, weil zeittechnisch und so. Aber ja. Ja, wieder von Tribute. Das kennen wir ja noch aus dem letzten Spiel. Aus Panzer Paladin, da war auch Tribute beteiligt. Weiß ich jetzt allerdings nicht, ich glaube, das sind die Publisher. Gut, ich würde sagen, sorry. Locker, okay, krass. Wir spielen auf okay. Wird schon passen. Wird schon okay sein. Diese Spielanleitung. Combo-Angriff. Super Angriff. In der Luft Angriff. Okay. B, dann X. Okay. A. X gedrückt halt. Ja, gut, das ergibt Sinn. Ah, er greift automatisch. Perfekt. Okay. Leider Slam. Ah. Rutschangriff. Das merke ich mir nie. Gibt eine Ausweichrolle, ja, das ist praktisch. Ah ja, und zum schnellen Aufstehen, okay. Ah, okay, zum schnellen Aufstehen A, zum Wegrollen B. Okay. Das ist unbeschreiblich gut. Any comments? Ah, RB ist verboten. Okay. You need practice. Radical. Radical. Select your hero. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, wen. Das kann man zu 6 spielen. Das ist irre. Wir haben Leonardo, Michelangelo, Raphael, Donatello, April und Splinter. Reichweite 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 2.
Ja, Leonardo natürlich der Anführer, der ausgewogenste, aber ich mochte immer Donatello eigentlich am meisten. Also, bleiben wir hier. Ja, ich spiel's mal solo. Mal sehen. Hey, was sagen die Nachrichten? Guten Abend, New York. Willkommen zurück zu Vernon's View, wo die Aussicht immer kristallklar ist. In der heutigen Show, als Geschenk von mir, als Dankeschön für... Was ist hier los? Wo ist der Beleg für das Geschenk? New York, was geht? Wir unterbrechen das Programm. Für etwas Chaos. Die Freiheitsstatue bekommt eine Rundumerneuerung, damit sie noch besser aussieht. Bebop. Folgt Bebops Business Insider. Was zur Hölle? Wir müssen zu Kanal 6. Jaw-breaking news. Schmerzhafte Eilmeldung. Alter. Ah, das ist so nostalgisch alles. Channel 6, die Dinger hier. Das Level geschaltet. Das ist so Nostalgie pur, ich liebe es. Yeah! Ah, ich kann springen. Hey, Bebop! Hey, komm zurück! Das hätte ich mir aufheben sollen. Ja, das sind stärkere, ne? Oh mein Gott, den Tisch! Oh, das ist cool! Sie spielen Gameboy! Der Humor ist unschlagbar. Der Humor ist unschlagbar. Ja, was kommt jetzt? Na, verdammt. Ich wollte ihn greifen. Häng mich. Eigentlich heilige Gegenstände? Was ist mit der Tür da? What is going on? Aha, ich liebe es. Kann ich hier irgendwas kaputt machen im Hintergrund? Kochlöffel. Ja, die Kameras kann ich kaputt machen, okay. Die Kochsendung. Ja, natürlich.
Pizza. Oh, jetzt geht's nach unten. Das sieht gefährlich aus. Ja. Bebop! Komm zurück, Bebop! Gott, ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. Sie haben es perfekt getroffen irgendwie. Das passt einfach perfekt. Der Hauptnachrichtenraum. Channel 6. Ich glaube April, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist ja eine Schlagzeilenklassiker. Ist ja eine Außenreporterin. It's a die. Oh, die können das auch. Up. Ja, das ist mir der Pilot. Gott, ich weiß die Geschichte hinter Pilot gar nicht mehr. Der zum Schwein wurde. Sein, dass das irgendein Experiment von Krang oder Shredder war? Er gehört auf jeden Fall zu den weniger intelligenten Handlangern. In dem alten Turtles-Spiel, ja, dann, was ich mal gespielt habe, da wird er auch rot. Was war denn das? Ich glaube, das war ein Gingo? Hala oder so? Mega gut. Ja, ich liebe es. Komm zurück. Wie? Ah, verdammt, wie hieß er? Rocksteady? Besondere Anfrage freigeschaltet. Genial. Ja, das war zu schnell. Ah, ich kann blöd herumfahren. Was ist das? Finde alle Schlagzeilenklassiker für Bern Thompson. I need my papers back. Now hurry. 1 von 3. Okay. 2 von 2 Sammelobjekten, na perfekt. Big Apple 3PM.
Hey, die klaut unsere Reifen. Oh man, I just fixed the party wagon. Mann, sie haben unseren Wagen geschrottet. Ich muss gar nicht kämpfen. Puh! Hier kommt man jetzt zu gar nichts. Nein, 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 die Pizza gehört mir. Ah, das ist eine Special Pizza. Okay. Oh, rosa, ne? Stimmt, wir haben ja den auch noch. Bringt mir das doch irgendwas oder sieht das einfach lustig aus? Im Fernsehen überall Bebop. Was ist mit den ganzen Reifen? Irma, Irma, ich sag mir was, aber... Unten. Ich könnte Pizza vertragen. Oh. Die Dinger sind super nervig. Ja. Genau deswegen. Oh ne, sie hat mich erwischt. Die Dinger sind super nervig. Und hier ist die Pizza, na klar. Ich den jetzt nicht gegriffen. Ja, so ganz habe ich es noch nicht heraus, wann ich was machen kann. Pizza Time! Ich liebe es. Wie? Mit den Autos irgendwas machen? Ah. Verdammt. Ja, das gefällt mir. Auf sie. Ja. Oh.
fast so. Okay, jetzt war ich abgelenkt, weil er den Motor geklaut hat. Ja, jetzt holen wir die Pizza. Perfekt. Even geniuses fall down sometimes. Tja, das, das war nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich nur das Hütchen schlagen. Die Götze. Oh, was ist das für eine Pizza? Ah, das ist so wie der Stern in Mario, hä? Huh? Hey, wollte ich nicht. Komm zurück. Hui. Ja, Rocksteady. Das sind die zwei besonders dummen Handlanger von Shredder. Gerade so geschafft. Yeah! Cowabunga! Out of the way, you freak choice! Mega, macht mega Spaß. Besondere Anfrage freigeschaltet. Cowabunga! Schauen wir uns kurz an. Was brauchst du? Tagebücher. Okay. Ja, wir haben sogar alles gefunden. Hier gibt es keine Sammelobjekte. Interessant. Oder? Oh, ich kann mir die ganze Stadt ansehen. Cool. Hier ist ein T-Rex-Skelett. Sieht nach einem botanischen Garten oder so aus. Brücke, Vergnügungspark. Sieht mega nice aus. Okay Leute, ich würde sagen für Folge 1 genügt das mal. Und das macht mega Spaß, also, und ich liebe es, ich meine Turtles, das ist so richtig Kindheitserinnerungen. Und ja, einfach wundervoll, herrlich, fantastisch. Na gut Leute, wir sehen uns nächste Folge wieder, bis dann, ciao, ciao.